Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Luris Apokalypse. Mit heute mal wieder dabei der Draco. Moinse. Jo, und wir kümmern uns heute mal hier weiter um den Innenausbau, da ja gerade Nacht ist. Wir hatten ja in der letzten Folge mal das Ganze hier, oder in den letzten zwei Folgen das Ganze hier mal Stück für Stück auf Säulen aufgebaut. Ich freue mich jetzt schon auf darauf, die ganzen Wände runterzureißen. Nicht. Ja, oder willst du mir hier was anderes erzählen, Draco? Hast du Bock drauf? Das muss halt gemacht werden, Ja. kommt man nicht drumherum. Ah ja, ich Oh, weiß zwar. jetzt ist der Nachttisch, also dieser Harry Potter Nachttisch ist jetzt gerade abgestürzt. Eine Runde Mitleid für den Harry Potter Nachttisch. Nö. Mensch. Du hast kein Herz. Das ist wahr. So. Ba, 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 barb. Ah, was mache ich hier eigentlich? Keine Ahnung. Das Runterfallen? kann ich dir nicht sagen. Ich weiß manchmal selber nicht. Kommt ganz gut. Hier wurde auch schon was runtergerissen. Ach so, wir müssen unten alle Möbel auf jeden Fall kaputt machen und alles. Dadurch kommen die hier nämlich auch an die Decke dran. Das ist stimmt, das stimmt. So, da ist eine Säule. 1, 2, 3, 4. Zählen muss gelernt sein. Aber jetzt muss ich mich hier erstmal wieder hochbauen. Ah, du hast jetzt so verdammt viel Zement drin, ne? Wo? Ha? Oben. Wo? Im Zement. Im Zement, sage ich schon. In der Schmiede. Machst du gerade so viel Zement, ne? Ja, leider. Wieso? Was brauchst du? Gleich wieder Stahlgerüste. Hey, ich krieg gerade einen Auftrag rein. Okay. Mach doch nochmal 300, 500 Stück. Direkt. Ja, das dauert nicht lange, aber nicht. Ja, ach so, du stoppst den anderen Auftrag dann dafür, oder was? Ah, gut. Kann ich nur. Das spinnt bei mir gerade. Ja, ich überlege gerade auch was ganz dämlich. Ob ich mich jetzt hier vertan habe. Egal, ich hau erstmal kaputt. Ich kann hinterher auch wieder was aufbauen. Wenn es falsch ist. Breche ich Zement ab? 25 Minuten. Mache ich Zement neu, machen wir mal 1000 Stück. Nee, hier ist direkt schon 3000er. Ja, mal 2000. 1, 2, 3. Eigentlich muss die nächste Säule dann hier hin, aber ja, komm. Hier hin. Machen wir mal deinen kleinen Aufgang dicht. Jetzt gibt es nur noch den schweren Aufgang.
So. So. Da, genau. Wow, ich habe genau die Säule getroffen. Schön. Das aber schlecht. Ah? Das aber schlecht, wenn du die Säule triffst. Nee. Stimmt, jetzt habe ich Scheiße War ja gebaut. gut. Ja, du brauchst immer Scheiße. Ey, das ist so gemein. Ja. Bin ich ganz traurig. Nee, Quatsch. Weißt du was? Nee. Heul doch. Weißt du was? Arr. Ich Nee, glaube, ich sag mal wäre ein jetzt lieber prima nicht. Pädagoge. Ich glaube, ich wäre ein prima Pädagoge. Das kleine Kind. Hab alles geklaut. Weißt du was? Leben fick dich immer. Ja. Oder kannst du sagen, geh heulen. Ich glaube, die würden dich, die Eltern würden dich totschlagen. Geht's auch noch hoch? Ich habe gerade aus Versehen das Stahlgerüst gedreht, ne? Weißt du, woran ich dabei da inken musste? Nee. Kennst du die Leute, die bei Tetris sogar den Viererblock Ja. drehen? Oder versuchen. Durch das ganze Gehacke kriegt mein Charakter immer so viel Durst. Ha. Meinst du. Ah! Verdammt, ich bin runtergefallen. Meinst du, der Getränkeautomat überlebt das, wenn ich unter ihm den Boden wegkloppe, dass er im Grunde runterfällt? Ich glaube, da macht dann einen auf Harry Potter. Außerdem ist es eine super Falle für die Zombies. Ich würde den Ja, essen. der steht ja oben, das ist ja das Problem. Ah, versuch's mal, aber ich glaube nicht, dass der runterfällt. Wenn ich rundherum alles wegkau, müsste er Es fallen. könnte sein, dass der an der Wand festgenagelt ist, dass da Ja, wenn ich die sein Wand hinterher. Festpunkt ist. Kannst du versuchen. Hinter Aber weg habe. ja, mal nicht, wenn es dich totschlägt. Oder die ganzen Boden wegkracht und der Automat doch da oben bleibt. Dann würde ich lachen. Das ist mir dann auch egal, wenn er da bleibt. Boden ist weg und Aber Automat, das die steht Falle noch. fehlt uns und da die Zombies hier nicht hochkommen sollen, also sowieso Nicht nicht. mehr. Können sie ja nicht mehr. Ja, können sie nicht mehr dann, genau. Was meinte ich damit? Haben die sich selbst weggebaut. Aber du solltest keine Gerüste setzen, wenn Nacht ist, weil die hauen die Dinge ja instant weg, wenn die daran rumfummeln. Nein, die Gerüste haben doch auch eine gewisse. Nee, glaub Oder? nicht. Ich mache ja im Moment nur hier oben. Wie die unten schon gesetzt hast. Nee, ja, die hatte ich ja vorhin schon gesetzt, wo hier das Beton ausgegangen ist. Ach so. Ja. Wie gesagt, im Moment mache ich nur oben. Das kann ich mal anpflanzen gehen, endlich. Hallo Sam, wieder auf das Gedüngte. Eins, zwei, drei, vier. Diese blöden Stangen nerven. Hallo? Wieso kann ich die Stangen nicht erwischen? Okay, doch. Schade, kann man keinen Aufzug bauen. Fast. Oh, ein Schreier, oder? Ich wollte gerade sagen, es ist so herrlich still und dann kommt das.
Aufzug wäre schon echt krass in der Oh ja. Zombie-Apokalypse. Ah, da brauche ich ein Ding, stimmt. Ja, hier Rezept. hinter den Dings. Ich kann den Getränkeautomat aber auch einfach stehen lassen, also da kommt eh eine Säule hinter. Kannst du auch. Den Boden lassen wir ja hier drin. Warte, kriege ich schon einen elektrischen Schlag, wenn ich gegen den, wenn ich auf den Getränkeautomat drauf springe? Nee, aber ihn drauf haust. Ja, also nur beim Angriff, gut. Hatte ich ja nicht vor, drauf zu hauen. Das ist eine gute Idee. Das ist nämlich eine tödliche Idee. Ja. Das ja immer. Das hatte ich Oh. schon, das hatte ich auf dem Testserver von uns und man hatte ja nicht gewusst. Und zack, das ist, da haben Ja. wir ja uns ja kaputt gelachen. Ich fand es ganz gut, dass du das ausprobiert hast und nicht ich. Das war klar, dass der Spruch jetzt kommt. Das war sowas von klar. So. Sag mal, ich habe jetzt hier nicht die Gesetzeslage von diesem kleinen Örtchen hier stehen, ne? Aber könnte es sein, dass wir gegen irgendwelche Bestimmungen zwecks Lärmschutz und Nachtruhe verstoßen oder sowas, wenn wir hier mitten in der Nacht rumbauen? Nö, die Zombies beschweren sich ja nicht. Komm ja Okay. gucken. Wenn die Also Polizei hast du die kommt, bist Poli. du dran schuld. Die war schon da, die haben wir totgekloppt. Nee, das war Militär, nicht Polizei. Ist die MP gewesen. Militärpolizei. Aber das waren ja mehr Skelette Klugscheißer. als was. Das waren ja mehr Skelette als was anderes. Wie mal Gesichter verdingt sind, das sind nur Skelette gewesen. Wie können die eigentlich noch laufen? Okay, das fällt ihr langsam zu klein hier oben. Ja, Aber es langt, um wenn die das Lebensmittel alles noch so. anzupflanzen. Ja, wir müssen mehr Noch Erde auf jeden langt's. Fall hochschaffen, ne? Ja, Erde haben wir genug oben. Das ist nicht Ja? das Problem. Aber noch langt's, Ja, dann kannst noch du es doch langt's. vergrößern auch. Ja, aber ich will da was anderes machen hier. Ach so. Ah nein, ich bin schon wieder runtergefallen. War hier nicht irgendwo ein Zombie? Keine Ahnung. Eben. Newton. Ich dachte, wir hätten vorhin Schreie gehört. Ich habe nämlich nicht zerlegt. Ah, egal. Mich kommt gerade keiner besuchen. Sei froh. Ach nee. So, ich wollte ja mal Fleisch essen, um mein Life ein bisschen zu regenerieren. Ah, da. Ach, Blutbeutel haben wir auch noch. Das ist auch gut. Die verzehrte Nahrung heilt dich. Beim Fleisch hält das ja wenigstens mal lange an. Sagt er und dann verschwindet's.
Ja, ich bin schon auf Paar 20 hoch. 26, so, jetzt habe ich noch Blutbeutel. Kann man die eigentlich auch noch nehmen, Blutbeutel kann man immer brauchen. nehmen, sage ich. Braucht man sogar für die Medikits. Großen. Nee, du bist nicht hungrig. Scheiße. Ah, das ist blöd. Egal, ich habe jetzt wieder 36, ist doch schon mal was. Der Aloe Vera, hast du gesagt, tust du in die Kiste? Essenskiste habe ich, glaube ich, geschmissen. Wo denn? Natürlich kann Aloe Unten Vera. links. Unten links? Ach doch, da! Wow. Ah. Ja, okay, kann ich Er einmal hat Aloe Tomaten Vera auf den Cream Augen. machen. Also wieder angepflanzt oben. Gut, gut. Ja, das Aloe Vera fällt mir auf jeden Fall für größer. Auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja, warum nicht hier jetzt noch ein größeres Feld machen? Ich bin dabei. So, 3000 Bruchisand. Was wollten wir hier oben eigentlich drauf machen? Auch Feld oder auf das Schrägdach? Was ist besser, Waldboden oder? Nee, das ist vollkommen irrelevant. Was für ein Boden. Das hat nur optische Gründe. Hi. Ah, ich nehme. Ach, nee, komm. 12 Minuten Abgrund. dauert es noch. So, warte mal, Stoffhetzen brauche ich. Ah, einmal Stoffhetzen. Doch einmal Stoffhetzen. Hat's noch, oder? Ja. Rezepte. Und dann machen wir erstmal einen Erste-Hilfe-Verband. Uli. So, zweiter Erste-Hilfe-Verband ist fertig. Ja, du hast ja den einen dann, der noch drin ist. In der Kiste, den kannst du dir dann nehmen. Oh, Hier können wir auch noch komplett ein Beet anlegen, auf dem, wo die Farmkiste drin draufsteht auf dem Dach. Ich habe eh überlegt, ob wir hier die eigentliche Base mehr oder weniger dann nach innen verziehen, außer halt hier die Schmiede und sowas schon steht. Dann, wenn wir innen noch einen Boden machen. Weil dann können wir mit dem auf dem Dach hier komplett alles machen für ja. Zum Anbauen, Felder. Was hältst du davon? Wie meinst du? Ja, Naja, bildlich vorstellen, ich muss mal hochkommen. hier, ne, hier unten. Wenn wir hier innen noch einen Ja, aber es muss den bedenken, Boden es einziehen. muss reinregnen. Ja, nee, warte. Die Base hier innen rein zu verlegen, wenn wir hier den Ach Boden so. komplett haben aus Beton. Ah, das Ne? Problem ist, wenn die uns so viele Stützpfeiler weghauen, sind wir auch ein Stock tiefer, vergiss das nicht. Ja, das sind wir hier oben aber auch. Wir stehen ja nachher nur auf den Schutzpfeilern. Naja, schlussendlich spielt es keine Rolle, stimmt Ja, eigentlich. genau. Das ist vollkommen egal. Wenn sie so Betonier weit mal das, ein. was ich kann. Jo. Wenn die so weit einhauen. Oder hebt ihr erstmal den Beton auf für, wenn es. Für unten. Für unten die Stützpfeiler, wo sie direkt drankommen, erst machen. Warum? Eigentlich ist es doch egal, wenn jetzt ein Zombie kommt. Ich meine, einen oder zwei werden wir auch so kriegen.
kaputt gemacht kriegen. Ach, warte mal, Waschbecken konnte ich mit dem Schraubenschlüssel zerlegen, ne? Ja. Die Armatur hier vorne macht auch einen auf Houdini. Wieso? Fällt nicht runter. Jetzt habe ich kein Zement mehr. Ja. Ah, Ines hat geknurrt. Hä? Ah! Was denn? Komm ich jetzt hier da hoch, du Schlaumeier? Hier? Ja, so. Wo? Wo bist du denn jetzt hoch? Da wo ich vorhin immer hoch bin, wo bist du jetzt hoch? Ja, ich bin unten noch. Ich hätte dich gerade nur nicht hochgehen sehen, deswegen. Ach so, nee, ich bin schon oben. Ach so, bist du hoch? Ach so, okay, nee, ja. Okay. Nee, ich hab dich schon verstanden jetzt. Boah, ich muss. Ja, dann. Klar. Wie lange brauchen denn noch die Dinger zum Fertigwerden? 10 Minuten. Mal Glas machen. Pass auf, gleich stürzt hier alles schon ein. So, 359 sind ja schon fertig. Ja. Ich mach. Ich montier's Acker erweitern. Hm? Ich mach frisch und munter deinen Acker erweitern. Mhm. Okay, ich habe eine Säule hier schon im Grunde falsch gesetzt. Wieso? Naja. Ja, ich kann sie ja noch umändern. Ja, wurscht, ob sie falsch ist oder nicht. Umso mehr, umso besser. Ja, aber da ist der die Chance sehr groß, dass die Zombies durchkommen. Also irgendwas attackieren, das meine ich. Ja, die gehen so alles, wenn sie hängen bleiben. Wenn sie kannst du bleiben. Nicht verhindern. Genau, deswegen will ich ja die Lücken dazwischen lassen, dass die Chance. Warum habe ich ja die Elektrik-Sachen gelevelt? Da können wir dann Fenches drum machen. Hm. So die Zäune, Elektrozäune. Ach, dieses blöde Rohr hier. Nein. Ah! So. Erwischt man so beschissen. Gut. Oh, jetzt wollte ich aber eigentlich. Ach nee, das war gar keins. Hier haben wir schon mal eine Verbindung. Ah, dann kann ich da oben nämlich auch endlich weitermachen. Ich muss ein anderes Werkzeug wählen.
Das Donner? Nein. Ich habe keinen Donner gehört. Hat denn da gegrollt? Das ist dieser komische Soundtrack hier. Hm. Genauso wie das eine Zombie-Stöhnen, was im Soundtrack ist und gar nicht von hier einem Zombie stammt. Du erinnerst dich? So. Okay, hier ist ein Zombie irgendwo. Ich habe was gehört. Ja, ich habe auch was gehört jetzt. Habe keine Gerüste mehr. Sollte ich mal die Lücke schließen? Das soll nicht immer runterfallen. Ah, 219 Zement sind hier übrigens noch, ne? Ja, das sind die, wo jetzt gerade fertig geworden sind. Wolltest du jetzt ernsthaft erst 100 Gläser machen und dann Zement? Ja, spielt ja keine Rolle. Weil die Gläser, das Essen ist wichtiger, sonst verhungern wir noch. Okay. Und Gläser sind schon eingemacht, 9 Minuten. Ja. Nee, falsch. Vielleicht haben wir die Nacht überstanden. Ach nee, falsch. Das Eisen kommt ja immer hier rein direkt. Okay. Hier ist Gras. Wachset! Wachset! Nein, ich habe keinen Götterkomplex oder so. Warte. Den Brunnen hast du jetzt getestet, der ist unendlich, ne? Ja, anscheinend ist der unendliche, so wie er gebaut ist. Einmal Wasser reinkippen und das dann ist er anscheinend unendlich, aber bezweifle, dass innegang die geht das Wasser bestimmt aus, wenn man genug rausholt. Abwarten. Vielleicht, wenn du das mit dem Eimer rausholst. Ich habe noch einen Eimer Reserve da. Ah. So, ah. Ich wollte jetzt. Nein! Fuck, ich bin runtergefallen. Ich wollte jetzt weiterarbeiten und habe vergessen, die Gerüste mitzunehmen. Gut gemacht. Hey! Ich bin gerade zu dämlich, da hochzukommen. Hallo? Ja, Leute, ihr werdet Zeuge, wie ich schamvoll versage. Ist ja nichts Neues.
Uli, das haben wir geschafft.50. Haben wir es überlebt? Ja, und die 500 Dinger sind fertig. Hast noch. Ja, in 8 Minuten sind deine Gläser auch alle fertig. Ja. Dann kannst du ja direkt mal gucken, ob nach 100 Gläsern vielleicht mal der Brunnen leer wird. Ich glaube nicht. Mal gucken. Mal irgendwas futtern müssen wir ja. Ja. Und selbst wenn, Aber dann hat er ich. lange gehalten, ne? Ja. Dann macht es bestimmt Sinn, wenn man so drei, vier Stück davon baut, die füllt und dann Nutreserven hat. Oder einfach nur die Eimer, vier Eimer da haben mit gefüllten Wasserreserve zum Reinkippen. Ja. So. Gut. Ich würde mal sagen, ich hau mal unten alles kaputt, was an Möbeln und so darum fliegt. Wie ich auch meinen. Das war das Sofa hier, wodurch die da oben die Wand angreifen konnten. Sollte auch die Spitzhacke für diese So, mal Regale schnell sein. nachhaken, bevor das wieder wächst. Okay, wir müssen uns auch einen schönen Weg rein und raus überlegen. Warte, Waschbecken ging doch hier nicht. Da unten ist auch noch ein Betonmischer, ne? Aber ich habe schon angefangen zu zerlegen, bevor die Zombies da rangehen. Okay. Aber ich dachte, da kriege ich Motoren raus, aber Pustekuchen. Aus der Schmiede müssen wir auf jeden Fall noch Zeug rausholen. Ist da noch was drin? Ich meinte, die ist leer. Nee, da ist noch Glas drin, hatte ich eben gesehen. Und 73 Iron immerhin. Ja, ich dachte, hier ist was leer. Schau mal. So 5 kann man sich Holz täuschen. rein. Machen wir mal das Eisen. Reicht auf jeden Fall. Und Glas, 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 Glas. Wir brauchen das Glas. Also ich kann hier erstmal generell Gläser herstellen. Glaskrug. Ach ne, da brauchen wir auch Lehm für. Ah nein, das haben wir nicht. Dann halt 21 Lehm. Dings hier. Also die Ach Grafik nee, und weißt du von was? In der was denn? Warteschleife ist noch über 400 Messing und über 300 Zement. Was? Ja. Lol. Warteschleife habe ich gar nichts gesehen, wo ich mal reingeguckt habe. Weil ich war ja noch zu blöde. Ist auch möglich. Das lassen Ist wir nicht. jetzt mal so stehen. Oh, das ist aber lieb von dir. Ja. No, komm her, kriegst du einen Bussi von mir. Aufs Nein. Maul. Nein. Nein. Just no. Das kannst du deiner Freundin sagen. Die kriegst du, die kommst du, da kriegst du die Faust aufs Maul. Ja, hier ist halt noch der Waffenschrank, der muss noch geleert werden und dann zerlegt werden. Jetzt kann ich wieder pflanzen. In Wilde. Die Alus müssen noch ran. Die. Das. Pilze. Ah, Pilze haben wir langsam auch schön. 12 Stück zum Setzen. Gut. Macht langsam. Das kommt langsam. Das kommt. Bonsie jetzt erstmal fertig pflanzen. Ich glaube, hier unten haben wir jetzt soweit alles. Ups. Hier ist noch ein Waffenschrank.
Mushrooms? Die Pilze, die brauchen ewig, bis die gewachsen sind. Ach Gott, was habt ihr denn hier für versteckte Kisten gemacht? Wer? Hier unten, hier, das eine Mal. Das war nach dem ersten großen Angriff auf die Base. Ich hab Sind dort ein die. Souvenirkisten gesetzt, glaube ich. Das waren die Eisenträger mit zweifacher Eisenschalen. Ja. Zweifachen Eisenschalen drumherum. Diese Komisch. braun. Ja. Ich sag mal, braunrostigen Kisten hier unten. Touch. Oh. Das ist ein Schreier Naja. irgendwo. Ja, und er hat geschrien. Ja, ich Hier, hab's ich hab bis hier ihn. oben gehört. So, ihr Genick ist gebrochen. Ist das sicher? Ja. Sind Zombies, das interessiert die jetzt nicht wenig. Ja, trotzdem. Ach, aufs Maul. Oh jo, hier kommen sie. Oh. Oh, Hilfe! Was denn? Ich glaube, ich sterbe Dann hau ab. gerade. Wenn du gelähmt bist, geht das schlecht. Springen. Immer hüpfen. Irgendwie hilft das irgendwie, habe ich mal die Erfahrung gemacht. Ich habe hier zwar. Ja, jetzt bist du gestorben. Und jetzt darf ich mich wahrscheinlich den einen auslocken. Na, danke. Zwei Big Mamas. Ich wollte gerade runterkommen, dir helfen. Ne, jetzt stehst du. Ah, komisch. Mal bin ich bin nicht immer verbuggt, ja? Nee, das liegt Oh, im Spiel, nicht fuck! an dir. Was denn? Ja, ich bin ganz runtergefallen, hab mir das Bein gebrochen und die Big Mamas gehen direkt natürlich auf mich. Die wollen dich bemitten, wahrscheinlich. Na, danke. Kann ich drauf verzichten, blöde Buh. Oh. So, einer ist tot. Ah, ich habe unsere Stütze gehauen. Mach mal aus dem, was Zement ich hab, mal Oh, Beton. alle tot. Oh, eine 318er Schaufel. Oh, 13, 7 mm und zwei mit den, was war das? Schrotflinten. Moni. Oh wow, es gibt 219 Zement. Ich kann mit was machen. Ach, du hast schon Eisen reingeschmissen. Ah, Hund. Bläse fertig. Nach 100 Gläser verschwindet das Wasser. Okay. Das ist doch nicht unendlich. Ich Schade. wusste es doch. Wo habe ich den Eimer hingelegt? Ja, warte, wir hatten ja noch Schienen. Haben wir noch. Ja, okay, wir sind ja hier Oh, auch jetzt ist nicht es beim weg. Minecraft, ne? 118. Ja, ist klar. 118 Mal kannst du es machen. Aber ich habe noch eine Reserve. Oh. Vielleicht machen wir uns dann eine Kiste mit Eimer und tun da nur Eimer reinfüllen. Einmal mit Wasser, ja. Ja. Und am besten gleich mehrere Brunnen einfach. Nur Also. einen reicht eigentlich, wenn du genug Eimer zum Nachfüllen hast. Aber ich würde dann gerne noch ein kleines Projekt starten, und zwar eine Brücke zum Wasserturm rüber. Können wir machen. Warten wir hier mal etwas Gescheites gebaut haben. So, jetzt muss ich. Ah, da ist ja noch Essen drin. Ah. Ich kann's vergessen. Gut.20 Minuten für 118 Gläser Wasser? Das geht schnell. So. Moment.
Doch, gerade eben noch diese gute Schaufel. Wo habe ich die jetzt hingepackt? Stahl? Ich jetzt blöd? Stahlschaufel ist hier drin. Nein. Ich habe hier noch Ja, 61 ich habe aus Stahlschaufel. Versehen die Eisenschaufel mit 300. Eingeschmolzen. Ah, nur die Munition ist hier in die In Kiste. welche denn? Ach, Da, hier wo das drin. Gesch Ja, hier. okay. Das ist übersichtlicher. Ja, ich habe die Eisenschaufel aus Versehen als Brennmaterial reingeschmutzt. Ich tue jetzt die Munition unten rechts hin. Ja, mach das. Weil da Wir findet man bauen sie viel uns, wenn wir hier schneller. den Boden haben, bauen wir uns eh einen großen Lagerraum und Oh, ich fertig. habe gesehen, du hast das Scheiße drin gelagert. Ah, das ist gut. Er freut sich Guck, über habe ich noch. Scheiße. Fällt euch was auf? Halt die Klappe. Halt einfach das Maul. Ja, ich hab dich auch lieb. Ich würde aber Oh, sagen, nee. wir machen jetzt Schluss für heute. Schon? Schon wieder eine halbe Ja. Stunde um. Leck. Schon 40 Lecco mio. Minuten um. Lecco mio. Ja, das geht schnell. Oh ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Dann bauen wir hier weiter die Base aus. Ich würde sagen, gehabt euch wohl. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, denkt an den Abo-Knopf und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Ciao.